Und das war schon wieder. Wir freuen uns. Lieber Robert Habeck. Ach, na, das passt jetzt. Was passiert hier? Ja, hat er doch im Radio immer gesagt, süß, der Hubert schreibt jetzt täglich so einen Brief an seinen neuen Brieffreund in Berlin. Hey Habeck, ich habe noch ein halbes Händel mit dir zu rupfen. Warum auf seiner Schreibmaschine? Das ist ja gar nicht meine. Die habe ich von meinem Bruder ausgeliehen. Na, dem Hubert als geschäftlicher Digitalminister hat ja alle Faxgeräte abgeschafft. Ich kann einfach anrufen. Ich meine, so von Minister zu Minister. Hm? Ich glaube, der Habeck drückt ihn mittlerweile immer weg. Telefonterror. Wie auch immer. Was ist denn der Inhalt dieser Blätter? Da, es kann so nicht weitergehen. Die deutsche Wirtschaft ampelt sich dem Untergang entgegen. Oder anders gesagt, der Hubert will sich seine Demokratie in Berlin zurückholen, indem er nächstes Jahr selber Bundeswirtschaftsminister wird. Stimmt. Das haben Sie am Wochenende tatsächlich im Deutschlandfunk gesagt. Ja, Bayern ist nur der Anfang. Heute München, morgen Berlin, übermorgen EU-Kommissionspräsident, UNO-Generalsekretär. Ja, warum sollte ich mir Grenzen setzen? Interessant. Was können wir da erwarten? Ja, die Einführung der Wassermark. Zuerst deutschlandweit, dann auch in Malta und Angola. Die Gülleverordnung wird liberalisiert, aber mit Abstandsgebot. Zu Schulen und Brauereien und flächendeckende Geothermie von der Normandie bis zum Peloponnes. Das klingt alles so ein bisschen größenwahnsinnig, völlig korrekt, süß. Zumindest müssten die Freien Wähler ja erstmal in dem Bundestag eher unrealistisch angesichts von momentan 2% in den Umfragen. Darum wäre es auch echt an der Zeit, dass der Herr Teilzeitminister mal wieder sein Geschäft macht. Das ist doch in Form. Das beständige Einwirken auf den Bundeshabeck ist doch Kernaufgabe eines bayerischen Wirtschaftsministers. Außerdem geht die Rechnung doch anders. Bitte, keine halbe Händelrechnung. Wenn die CSU gar nicht mehr in den Bundestag zu kommen droht wegen Wahlrecht, dann werden die Leute die Freien Wähler in den Reichstag heben. Weil wir dann die einzige vernünftige, wertreaktionäre Bauernpartei mit gesundem Bayernverstand sind. Das ist die Urangst der CSU, oder? Alles Quatsch mit Soße. Erstens holen wir uns eh gerade in Karlsruhe an dem Verfassungsdings unsere Demokratie zurück und das alte Wahlrecht gleich mit. Ja, und falls nicht? Dann tritt viertens die CSU deutschlandweit an. Und dann werden wir stärkste Kraft. Und dann regiert achtens ein Franke in Berlin, und zwar ohne Freie Wähler. Und sechzehntens braucht so ein politischer Leichtmatrose wie der Hupsi eine starke Hand und Führung. Der ist wie ein Küken ohne Henne, ein Kitz ohne Rehgeiß, wenn Sie verstehen, was ich meine. Fürchte nicht zu 100%? Wurscht, eins wollen wir mal festhalten. Der zutiefst hypothetische Fall eines Bundeswirtschaftsministers Hubert Aiwanger wird gnädigerweise nur wann eintreten? Unter einem Bundeskanzler Markus Söder. Nein, unter Kanzler Robert Habeck in einer Regenbogenkoalition. Drum schreibe ich doch die ganze Zeit. Na dann, gute Nacht. Wollen Sie noch mehr? Hammer.